Ja, ich sitze heute mal wieder vor Klaus Groth. Der ein oder andere von euch kennt ihn ja aus meinem Video damals zum 9-Euro-Ticket vielleicht oder auch aus anderen Videos und Fotos von mir. Das Video zum 9-Euro-Ticket kann ich gerne auch mal oben nochmal in Infokarten verlinken. Das ist nochmal eine interessante Info auch darüber, warum das Deutschland-Ticket eigentlich so cool ist, obwohl es viel teurer ist. Heute soll es aber um was anderes gehen, und zwar den Ort, wo sich dieses Denkmal befindet, nämlich den Heider Bahnhof. Ja, heute gibt es mal wieder ein Video, wo es um einen Bahnhof geht. Hier den Fahrradschuppen hinter mir am Heider Bahnhof, um den es ja heute geht, habe ich, glaube ich, seinerzeit, als ich noch selber bei der Stadt Heide war, genehmigt. Und irgendwie finde ich das schade, dass ich selber nicht mehr bei der Stadt Heide beschäftigt bin. Auf der anderen Seite, vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm, vielleicht ist das auch genau richtig so. Wie dem auch sei, damit willkommen erstmal zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es, wie gesagt, um die, vielleicht könnt ihr es da hinten lesen, Station Heide, also den Bahnhof hier in Heide. Denn der Bahnhof war früher mal ein Inselbahnhof und davon sieht man heute noch wenig. Nur noch als Experte kann man erkennen, dass dieser Bahnhof eigentlich mal als Inselbahnhof konzipiert war und dann zum klassischen Durchgangsbahnhof, bis er so Kreuzungsbahnhof umgebaut wurde. Wie und warum das erfolgt ist, das ist Hauptthema des heutigen Videos und deshalb möchte ich gern auch gleich ins eigentliche Thema einsteigen. Der Bahnhof Heide entstand 1877 als Teil der Stammstrecke der Westholsteinischen Eisenbahngesellschaft von Neumünster nach Karolinenkoog. Während die Strecke zwischen Heide und Karolinenkoog inzwischen stillgelegt und abgebaut wurde, besteht die Verbindung nach Neumünster bis heute. 1878 erreichte auch die Marschbahn, die Altona mit Westerland auf Sylt verbindet, Heide. Dabei wurde die Marschbahn auf der gegenüberliegenden Seite am Bahnhofsgebäude vorbeigeführt. Das Bahnhofsgebäude stand daher nun in Insellage zwischen den Gleisen der beiden Bahnstrecken. Ob zwei für Rangierverkehre und Sonderfahrten Verbindungsgleise zwischen der Marschbahn und der Westholsteinischen Eisenbahn gab, fuhren die Züge der Relation Hamburg-Sylt nun westlich des Bahnhofs und die Züge der Relation Neumünster-Karolinenkoog östlich des Bahnhofs ab. Der Bahnhof war daher nun ein Inselbahnhof. 1883 kam überdies als Zweigstrecke der Westholsteinbahn die Bahnstrecke nach Büsum hinzu, wobei sich der Abzweig nicht in Heide selbst, sondern eigentlich im ehemaligen Bahnhof in Weddingstedt befand. Aber schon seinerzeit wurden wie auch heute die Züge nach Büsum bis nach Heide hinein durchgebunden. Des Weiteren befand sich am Nordostrand des Bahnhofs der Endbahnhof der Norderbüttmarscher Kreisbahn. Von dieser Kleinbahn, die mittels Überladegleisen an den Bahnhof Heide angeschlossen war, ist bis heute auf einzelne Bahndämme und das bombastische Empfangsgebäude nichts mehr erhalten. Zur Norderbüttmarscher Kleinbahn plane ich mal ein eigenes Video. Wer das nicht verpassen will, abonniert am besten jetzt schon meinen Kanal. In den 2000er Jahren wurde das alte Bahnhofsgebäude abgerissen. Aus dem ehemaligen Inselbahnsteig wurde ein großer Mittelbahnsteig, auf dem sich heute das Klaus-Groß-Denkmal befindet. Im Rahmen dieser Sanierungsarbeiten am Bahnhof wurde das Gelände auch barrierefrei und sicher umgebaut, sowie ein eingeschossiges Empfangsgebäude an der Westseite des Bahnhofs errichtet. Zuvor hatten zwar ebenartige Zugänge zu den Gleisen bestanden, aber diese waren nun durch eine Unterführung ersetzt worden. Nach dem Umbau wurden auch die Gleise umbenannt. Hießen zuvor die Gleise der Marschbahn 1 und 2 sowie die Gleise der Bahnstrecken von Büsum nach Neumünster 102 und 103, wurde dies nun geändert. Die Gleise sind nun aufsteigend von 1 bis 4 vom neuen Empfangsgebäude aus nummeriert. Dabei erhielt auch das Kopfgleis, das zuvor die 101 getragen hatte, eine einstellige Nummer. Seit 2016 treffen sich zur vollen Stunde sämtliche Züge im Heider Bahnhof. Dann besteht hier Umstiegsmöglichkeit Richtung Hamburg, Sylt, Büsum und Neumünster. Zudem wird eine Regionalbahn angeboten, die am südlichen Kopfgleis losfährt, welche zwischen Heide und Itzehoe verkehrt und alle Haltepunkte bedient, die vom Regionalexpress zwischen Westerland und Altona durchfahren werden. Dabei besteht in alle Richtungen ein Stundentakt, außer nach Neumünster. Das Stand März 2023 nur alle 2 Stunden angefahren wird. Grund für die schlechte Bedienung der Strecke nach Neumünster sind meines Wissens nach die zurückgebauten Kreuzungsbahnhöfe zwischen Heide und Hohenwestedt, wie zum Beispiel Albersdorf. 2013 verfügte Heide auch über ein eigenes Stellwerk. Das Gebäude wurde aber
Ende 2013, Anfang 2014 stillgelegt und hat nun keine aktuelle Nutzung. Meines Wissens nach steht das Gebäude auch nicht unter Denkmalschutz. Seit 2014 wird Heidi übrigens aus Itzehoe elektrisch ferngesteuert. Ich finde es ja übrigens sehr schade, dass das schöne alte Bahnhofsgebäude abgerissen wurde. Gerne hätte ich die genauen Umstände gewusst, die letztlich dazu geführt haben. Vielleicht war das Gebäude wirklich sanierungsbedürftig, aber dann hätte man es sanieren können. Vielleicht hat sich aber auch kein Investor gefunden, der das Gebäude neu herrichten wollte. Zudem finde ich die Bahnsteignummerierung teilweise sehr irritierend, da man erstmal verstehen muss, dass das Kopfgleis genauso wie die anderen Gleise eine einstellige Nummer hat. Während in vielen anderen Bahnhöfen die Kopfgleise ja oft einer anderen Nummerierung folgen als die normalen Gleise. Aber ich denke, mit der Zeit findet man sich damit ab. Und wenn ihr mal in Heide am Bahnhof seid und ihr seht mich da stehen, dann fragt mich gerne, falls ihr nicht wisst, zu welchem Gleis ihr müsst. Ja, so viel zur interessanten Geschichte darüber, wie aus einem Inselbahnhof ein recht merkwürdiger Durchgangsbahnhof wurde. Aber es gab hier in den letzten Jahren eine viel interessantere Baumaßnahme, die habe sogar ich noch miterlebt. Und zwar hier wurde die Bushaltestelle am Bahnhof neu geplant, verändert, umgebaut. Denn früher befand sich der ZOB, da werde ich gleich auch mal das eine oder andere zeigen, oben am Marktplatz. Und jetzt wurde da der neue zentrale Omnibusbahnhof hingebaut. Und die Geschichte dahinter, die möchte ich euch jetzt auch noch erzählen. Bereits in den Planungs- und Bahnhofsumbau war eine Verlegung des ZOB von einem innenstadtnahen Platz am Bayerer Wasserturm hin zum jetzigen Standpunkt am Heider Bahnhof vorgesehen. Noch bis 2022 wurde jedoch der alte ZOB als Endstation für viele Busse genutzt. Erst seit Dezember 2022 ist der neue ZOB offiziell eröffnet. Eine alte 200 Jahre alte Eiche, die in den 1960er Jahren in den alten ZOB integriert wurde, sorgt seit 2022 zudem für Schlagzeilen. Da der alte ZOB aufgrund des Baus eines Hotelkomplexes komplett verschwinden soll, muss auch die alte Eiche weichen. Einige Bürger wehren sich aber bislang erfolglos dagegen. Ich habe dazu auch mal meine Meinung gesagt. Ich verlinke dazu mal oben was in den Infokarten. Bereits seit 2013 ist es möglich, vom Bahnsteig 1 aus direkt auf Busse umzusteigen. Der Heider Stadtbusverkehr sowie der Überlandbusverkehr bietet Anschluss Richtung Rendsburg und in viele Orte in Dithmarschen ohne Bahnanschluss. Im Sommer fahren zudem Verstärkerbusse nach Bisum. Seit Anfang 2023 besteht hier nun auch Umstiegsmöglichkeit auf alle Buslinien der Umgebung. So, das ist jetzt irgendwie blöd hier, denn eigentlich wollte ich hier die Straße runterlaufen, also da vorne irgendwie durch. Aber wenn da jetzt eine Baustelle ist, will ich auch mich da nicht irgendwie reinwurschteln. Deshalb lassen wir die Baustelle sein. Ich bin mal gespannt, was da gebaut wird. Es gibt noch die eine oder andere interessante Sache, die hier in Heide geplant ist, im Hinblick auf die Tatsache, dass der Northvolt hier nach Heide kommen will. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Wenn es klappt, werdet ihr es hier auf meinem YouTube-Kanal erfahren. Deshalb kann ich an dieser Stelle schon sagen, abonniert mich. Ich werde es mal irgendwie vom Bahnhof weglaufen, sagt dem Bahnhof mal Tschüss. Denn hier endet das Video über den Heider Bahnhof erstmal. Wenn ihr noch Fragen zum Bahnhof habt oder noch das ein oder andere Interessante über den Bahnhof erfahren wollt, dann schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir natürlich gerne auch einen Daumen nach oben. Ja, wenn ihr mal noch über einen anderen Bahnhof einen Bericht gerne hättet oder euch mal mehr mit Bahnhofsgeschichte beschäftigen wollt, abonniert gerne den Kanal und sagt mir doch auch mal in den Kommentaren, über welchen anderen Bahnhof ich zeitnah mal ein vergleichbares Video machen soll, und dann fahre ich dahin und dann machen wir das. Ich sag jetzt einfach Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!